Und hatten zwei Tagesordnungspunkte sehr unterschiedlicher Art, aber beide außerordentlich wichtig. Das erste war die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe und ihrer Folgen. Wir können sagen, dass Deutschland und hier insbesondere die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in einer bisher nicht gekannten Art und Weise von den Folgen eines Hochwassers erfasst wurden. Und wir haben natürlich noch einmal unser Mitgefühl ausgedrückt mit den Angehörigen der Opfer und auch den Opfern, die Verletzungen und materielle Schäden haben. Wir sind unendlich dankbar, dass es heute auch durch die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet und Malu Dreyer noch mal deutlich geworden, dass eine so umfassende Hilfsbereitschaft aus dem ehrenamtlichen und privaten Bereich stattgefunden hat, dass sehr, sehr viele freiwillige Helfer auch heute noch tätig sind. Aber wir wissen, dass das natürlich eine Aufgabe ist, die von gesamtstaatlicher Bedeutung ist. Und ich bin sehr froh, dass wir neben den bereits am 21. Juli beschlossenen Soforthilfen auch heute Hilfen vereinbaren konnten, die langfristiger Natur sind. Es ist inzwischen eine Schadensermittlung vorgesehen.